Dorothée Moutier ist Französin und lebt seit einem Jahr in Berlin. Sie ist Journalistin. Sie scheint in Deutschland nicht unglücklich zu sein, auch wenn ihr gewisse Dinge fehlen. Ich heiße Dorothée, komme aus Nordfrankreich und lebe seit einem Jahr in Deutschland. Einen Gegenstand, der mir hier im Alltag gefehlt hat, habe ich aus Frankreich mitgebracht. Mein Opinel. Das klassische Messer, das man französischen Jugendlichen schenkt. So wie das Schweizer Messer bei den Deutschen. Es ist leicht, hat einen Holzgriff, es ist handlich. Die Klinge geht ganz leicht auf. Es gibt verschiedene Größen. Ich habe Größe 6. Das passt gut in meine Hand. Ich nehme es auf jede Wanderung mit und benutze es auch in der Mittagspause für mein Butterbrot. Doch Vorsicht! Man reinigt das Messer nur mit Stoff oder Erde, auf keinen Fall mit Wasser. Sonst rostet die Klinge. Jeden Tag wische ich mit meinem Tuch die Klinge ab, klappe sie ein, das Messer ist sauber und meine deutschen Kollegen ekeln sich. Elsa Clairon lädt uns nun ein, an einem sehr feierlichen Ritual der Bundeswehr teilzunehmen, dem großen Zapfenstreich. Am 14. Juli, so will es die Tradition, paradieren alle französischen Armeebataillone vor dem Präsidenten und einem riesigen Publikum über die Pariser Champs-Élysées. So ein Umzug wäre undenkbar in Deutschland, wo die Armee sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges diskret verhält, hauptsächlich humanitäre Aufgaben erfüllt und von großen Aufmärschen absieht. Mit einer Ausnahme. Der große Zapfenstreich, ein Wort, auf das wir noch zurückkommen werden. Schauen wir uns einmal den Zapfenstreich vom 8. September 1994 an, der anlässlich des Abzugs der Alliierten aus Berlin nach der Wiedervereinigung abgehalten wurde. Wir sind in Berlin, genauer gesagt auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Das Berliner Fernsehen, der SFB, überträgt die Zeremonie live. Der Zapfenstreich beginnt immer nach Einbruch der Dunkelheit und folgt einem unabänderlichen Ritual. Als erstes nehmen die Fackelträger ihren Platz ein und bilden eine Absperrung um die Veranstaltung, die sogenannte Perlenkette. Jetzt kommen die alliierten Truppen, die Franzosen, die Amerikaner, die Briten und das deutsche Bataillon. Und hier Kanzler Kohl, umringt von den Vertretern der drei Alliierten. Alle haben jetzt ihre Plätze eingenommen. Der große Zapfenstreich kann beginnen. Die deutschen Truppen marschieren mit dem Yorkschen Marsch auf. Der Truppenoffizier meldet den Beginn des Zapfenstreiches. Großer Zapfenstreich zur Verabschiedung der alliierten Truppen aus Berlin angetreten. Dann spielt das Bundeswehrorchester den von den Franzosen gewünschten Marsch, Le Régiment de Sambre-et-Meuse. Den der Amerikaner, Stars and Stripes, und dann den der Briten, Colonel Boogie, besser bekannt als der Ohrwurm aus dem Film Die Brücke am Kwai. Die Bundeswehr selbst hat sich zu diesem hohen Anlass, nun danket alle Gott, ausgesucht. Die Zeremonie geht weiter. Sie folgt einem feststehenden Ritual mit seinen Weisungen und Befehlen. Das Gewehr. Übung.
Helm ab! Nach dem Befehl Helm ab zum Gebet spielt das Bundeswehrorchester das nächste Musikstück, auch dieses aus dem religiösen Repertoire. Ich bete an die Macht der Liebe. Achtung! Hören Sie das? Hör! Und schließlich ertönt die deutsche Nationalhymne. So, die Zeremonie hat ungefähr 50 Minuten gedauert. Der große Zapfenstreich läuft immer gleich ab. Er wird ungefähr 5-mal im Jahr abgehalten und dies immer zu einem wichtigen Anlass. Verabschiedung eines Bundespräsidenten, Kanzlerwechsel und so weiter. Der Zapfenstreich ist das höchste Zeremoniell der Bundeswehr. Seltsam nur, dass das Wort Zapfenstreich so gar nicht feierlich klingt. Zapfen kommt tatsächlich vom Bierzapfen und Streich, Streichen, bedeutet Schluss. Der Ausdruck taucht 1596 zum ersten Mal auf. Damals ist es ein Abendsignal durch einen Schlag auf den Zapfen. Mit diesem Zapfenschlag oder Streich ordnet der Profot, ein Beamter der Militärpolizei, die Nachtruhe an. Es darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Die Soldaten müssen zurück in die Zelte und ruhig sein. Verstöße werden streng geahndet. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts nimmt auf Anregung Friedrich Wilhelms III. Der große Zapfenstreich eine feierlichere Form an, mit dem Präsentieren des Gewehrs, dem Gebet und dem Militärchor. Und im Jahre 1838, zu Ehren von Zar Nikolaus I., wird er zum ersten Mal in der kodifizierten Form abgehalten, die der heutigen ähnelt. 1922 fügt man ihm die deutsche Nationalhymne hinzu. Gut, der große Zapfenstreich ist in Deutschland umstritten. Schauen wir uns noch einmal die Aufnahmen aus Berlin an. Sicher, die militärischen Zeremonien aller Länder gleichen sich. In Deutschland beschwören Fackeln jedoch eine andere Epoche, andere Aufmärsche herauf. Natürlich sind zahlreiche Zuschauer zur Zeremonie gekommen. Aber hören Sie einmal genau hin. Im Hintergrund vernimmt man laute Protestrufe. Da sind Pazifisten und Antimilitaristen, die es schaffen, sich trotz der Absperrung Gehör zu verschaffen. Sie fordern die Abschaffung eines für sie unerträglichen militärischen Rituals. Sie sind nicht die Einzigen. Auch SPD-Mitglieder nennen den großen Zapfenstreich vordemokratisch und nicht mehr zeitgemäß. Die Grünen und die PDS wiederum haben versucht, wenigstens religiöse Elemente wie das Gebet abzuschaffen. Jedoch ohne Erfolg. Und hier das Rätsel. Die folgende Einstellung dauert 30 Sekunden. Wo ist sie gedreht worden? In Deutschland oder in Frankreich? Und was ist das Indiz? Es gibt nämlich eins. Schauen Sie genau hin. Und? Haben Sie das Indiz gefunden? Nur noch wenige Sekunden. Haben Sie das Indiz entdeckt? Dann schnell auf unsere Internetseite. www.arte.tv/carambolage. 10 Gewinner werden ausgelost und bekommen eine kleine Belohnung. Und hier nun die Lösung des Rätsels der letzten Woche. Nun, das Indiz war dieser leuchtend grüne Besen, mit dem die Pariser Straßenkehrer täglich die Stadt sauber halten. Wir waren also in Frankreich. Aufgepasst! Nächste Woche fällt Carambolage aus.
Wir sehen uns am Sonntag, den 13. Februar um 20 Uhr wieder.